So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir packen heute aus. Wir spielen heute noch nicht. Gerade frisch eingetroffen vor wenigen Minuten von Sideroom Games. Das sind die gleichen, das ist der gleiche Verlag, der uns auch die kleine Perle Marquis beschert hat. Heute Black Sonata. Das ist eine zweite Auflage eines Spiels, was schon vor ein paar Jahren entstanden ist. 2017, das steht hier unten, den Golden Geek Award bei Board Game Geek gewonnen. Das Profil auf Board Game Geek verlinke ich euch unten natürlich wieder. Und heute jetzt der Reprint. Lief Anfang des Jahres als Kickstarter-Kampagne relativ erfolgreich. Die wollten irgendwie 3.000 Dollar sammeln und haben gut über 70.000 Dollar bekommen von 3.000 knapp 200 Leuten. Und ja, ist ein Solospiel, ein reines Solospiel. 14 plus, ungefähr eine halbe Stunde Spielzeit, werden wir sehen, ob wir damit hinkommen. Und dazu die kleine Packung hier, die Erweiterung The Fair Youth. Das ist allerdings etwas mit nicht nur einer Erweiterung, sondern mit mehreren Erweiterungen. Zeigen wir euch gleich. Wir fangen mit dem Hauptspiel an. Wir machen heute erstmal nur ein Unboxing. Ich muss mir dann die Regeln nochmal im Detail durchlesen, das ausprobieren. Und dann gibt es natürlich auch ein Let's Play von mir. Das sehe ich hier gerade die... Schachtel ist leicht eingedellt, die war relativ schlecht verpackt, aber das sollte dem Spielinhalt keinen Abbruch tun, die Schere hat nicht geholfen. Dann geht es mit dem Messer vorsichtig, wenn ihr das zu Hause selber macht, ihr wisst, Messer, Gabel, Schere, Licht und so. Vorsichtig sein, alles weglegen, dann geht's. Ja, es ist eine leichte Delle in der Packung. Die Schachtel ist ungefähr so griffig. Genau, das scheint das gleiche Material zu sein wie die Marquis-Schachtel. Sind auch beide gleich groß, gleich breit, gleich dick. Sehr schön. Und wir schauen rein. Hier, wie man es von Sideroom Games kennt, die Namen der Unterstützer, die dafür entsprechend auch bei Kickstarter noch einen Euro oder zwei extra bezahlt haben. Das Regelheft, das dürfte wieder alles auf Englisch sein, jawohl. Es handelt sich hier um ein reines Ein-Personen-Spiel und zwar kann man das wahrscheinlich so ein bisschen vergleichen, nach allem, was ich vorher gesehen und gelesen habe, mit Scotland Yard. Man muss versuchen, die sogenannte Dark Lady of the Sonnets zu finden und zu identifizieren. Es geht in der Geschichte darum, dass Shakespeare wohl einen großen Teil seiner Sonette einer sogenannten Dark Lady gewidmet hat und bis heute niemand so wirklich sicher ist, wer denn damit gemeint gewesen sein könnte. Und es gibt wohl diverse Kandidaten, Kandidatinnen, die werden hier auch teilweise erläutert oder vorgestellt. Ich glaube auch hier, genau, Jacqueline Field und so weiter. Zu denen gibt es jeweils ein paar Geschichten und Erläuterungen, die das hätten sein können. Shakespeares Dark Lady in den Sonetten. Und in dem Spiel geht es jetzt darum, dass wir versuchen sollen, Hinweisen zu folgen und diese Dark Lady in London aufzuspüren und zu identifizieren. Der Plan zeigt uns das London aus der Shakespeare-Zeit und ja, einige Standorte und zu jedem Standort ein paar Eigenschaften dieses Standorts. Hier ist eine Kathedrale, Kirche. Hier sind Häuser, da ist ein Theater, hier ist eine Kneipe, hier sind Ruder, Anlegestellen, Bootsstellen und hier steht das auch jeweils erläutert, Kirche, Handelsgebiet, das ist dann hier der Geldmünzstapel, genau, oder auch hier in Cornhill. Und das sind diverse Eigenschaften von Orten und das sind 2, 4, 6, 8, 10, 11 Orte. Und in diesen Orten müssen wir halt diese Dark Lady jagen. Dazu gibt es, ich packe es mal aus, Holzmeeple und Holztoken. Wir sind der Detektiv, der Shakespeare's Dark Lady sucht. Das ist das Holzmeeple, genau. Ist ein bisschen glatt. Und dazu gibt es Eigenschaften der Dark Lady. Sie könnte etwas mit der Krone zu tun haben. Das gilt als oder eben auch nicht. Das ist die graue Seite. Das sind uns Hilfstokens. Sie könnte verheiratet sein, sie könnte
Ich weiß gar nicht, was es genau das bedeutet. Sie könnte schriftstellerisch aktiv sein. Sie hat Kinder vielleicht. Das ist eine Babyrassel. Irgendwas Musikalisches. Noten. Und hier, das ist irgendeine Verbindung, wohin auch immer. Muss ich mir nochmal in den Regeln durchlesen. Dann hat man hier Hilfstoken. Man kann die benutzen, um sich zu überlegen, wo könnte die Lady überall sein. Und die Idee ist, dass wir von Ort zu Ort ziehen und dann Hinweisen aus den Karten nachgehen. Da gucken wir mal rein. Hier sind noch ein paar leere Tüten, das ist gar nicht schlecht. Das hatten wir auch, glaube ich, bei Marquis, dass ein paar Tüten übrig waren. Da kann man seine Teile und Karten noch sortieren. Und um die Karten geht es jetzt auch. Auch da müssen wir mal genauer reinschauen. Okay. Hier die Dark Ladies drin finden. Das müsste, glaube ich, in diesen großen Karten sein. Jawohl, hier sind die Dark Lady Clues und hier sind Schwierigkeitsgrad-Anpassungen, Hinweise dazu, wie das funktioniert. Muss ich mir im Detail anschauen. Die Karten sind etwas rauer als die bei Marquis. Die fassen sich nicht ganz so glatt an. Hat Vor- und Nachteile, die rutschen jetzt auch wenigstens nicht so über den Tisch. Das sind die verschiedenen Eigenschaften der jeweiligen Lady. Und auf der Rückseite stehen nur ihre Namen und Farbsymbole. Das sind die Ladies, die es zu jagen gilt, beziehungsweise die pro Runde zu identifizieren sind. Und wie das Ganze funktioniert, basiert auf diesen Karten. Also jetzt ein paar mehr. Sind das? Ihr seht es vielleicht in der Nahaufnahme. Hier sind dieses Schlüsselloch, das kann ich in der Mitte auspöppeln. Da ist ein Loch drin tatsächlich. Das sind echte Schlüsselhinweise. Und wenn man da die Löcher ausgestanzt hat, dann findet man eventuell unter einem Schlüsselloch ein Symbol einer dunklen Lady. Und die Alphabete hier oben und unten haben also mit der Reihenfolge der Karten zu tun. Es ist so, dass sich die Lady auf diesem Spielplan ebenfalls hin und her bewegt. Und das kann sie natürlich nicht, indem sie springt, sondern auch nur von Ort zu Ort läuft. Und diese Hinweise und die Reihenfolge da, die funktioniert halt nur, wenn entsprechende Bedingungen, was die Sortierung der Karten angeht, eingehalten sind. Ihr seht hier Häuser, das sind die Eigenschaften der Orte, die da eine Rolle spielen. Hier sind die Orte selbst, okay, das ist also hier der, genau, Trennung, wir haben mehrere Typen. Das sind die Orte selbst, die mit den Schlüssellöchern. Hier gibt es auch jeweils noch Sprüche aus den Sonetten dazu von Shakespeare. Und ich bin beileibe überhaupt gar kein Shakespeare-Experte, außer ein paar Standardsprüchen habe ich da wenig drauf. Das sind die einzelnen Orte. Jeder Ort gehört zu jeder Karte gehört natürlich auch ein entsprechender Ort. Und hier sind Hinweiskarten, die dann auch nochmal, oder Aktionskarten, die dann auch nochmal entsprechend ins Deck kommen, je nach Aktion und Eigenschaften und Zeitpunkt. Das muss ich mir, wie gesagt, in den Regeln alles nochmal in Ruhe anschauen. Werde ich heute und morgen tun und euch dann am Wochenende, wir haben jetzt Freitag, ich werde versuchen, am Wochenende direkt noch ein Let's Play zu drehen. So, das war das Basisspiel Black Sonata. Aber in den Sonetten von Shakespeare ging es nicht nur um eine dunkle Lady. Einen Teil seiner Sonette hat er auch einer Jugendlichen gewidmet, Fair Youth genannt. Und auch da gibt es wohl uneinheitliche Meinungen darüber, wer das gewesen sein könnte. Und das bringt uns, dieses Thema bringt uns dann diese Erweiterung näher, The Fair Youth. Und dann schauen wir da auch rein. Und hier stecken in diesem kleinen Päckchen mehrere Erweiterungen. Auch in Gestalt von Karten und auch Hinweistoken. Ihr seht, die Schachtel ist nicht allzu voll, aber da ist was drin und das geht hoffentlich dann alles noch in die Originalpackung. Müssen wir dann später mal ausprobieren.
noch ein Meeple, ein zweiter, ein paar Hilfstoken, Hinweistoken und das Prinzip mit der Reihenfolge von Versteckkarten ist ähnlich wie beim Hauptspiel. Klar, dafür ist es ja auch ausgelegt. Und die Kartengröße dürfte die gleiche sein. Jawohl, ist sie. Nur geht es eben jetzt hier um die Jagd nach diesem Jugendlichen. Fair Youth. Dann gibt es die Rendezvous-Erweiterung, die ist da auch mit drin. Und dann gibt es noch die, wie nennt sie sich die Erweiterung? Ich gucke mal kurz auf dem Tablet in der Kampagne nach. Fair Youth. The Rival Poet, der Konkurrent, der Dichterkonkurrent, das ist dann dieses etwas rötlich gefärbte Holzmiebel. Dann lese ich hier noch Waypoint and Traces. Das sind dann Hilfskarten, die man in sein Deck einbauen kann, um einem gewisse Punkte auf der Jagd markieren zu können. Hier ist auch dazu die kleine Regelerweiterung, kleinen Heftlein. Und hier nochmal die Karten. Ah, und die Darker Ladies sind hier auch drin. Das sind nämlich dann nochmal weitere Dark Ladies mit anderen Eigenschaften, die es ebenfalls nach Basisspielregeln zu jagen gilt. Ja, und hier an diese Karten ranzukommen, das gestaltet sich jetzt ohne Fingernägel, ohne lange Fingernägel sehr schwierig. Mit dem Messer möchte ich die Karten nicht kaputt machen. Wir schauen, irgendwo einen Ansatzpunkt finden. Hier könnte was sein. Jetzt haben wir es. So, da sind also, ihr lest es hier, Darker Ladies. Das sind andere Damen mit Eigenschaften. Und auch hier nochmal The Rival Poet in zwei Varianten. Einmal als aggressiv und einmal als ausweichend. Auch das scheint ein Schwierigkeitsgrad zu sein. Und die Regeln dazu in diesem Heft. Ja, also es gibt wieder eine ordentliche Menge, zumindest für die Größe der Schachtel, ordentliche Menge an Material. Das muss ich mir anschauen, mache ich natürlich gerne und dann drehe ich schnellstmöglich dazu ein kleines Let's Play. Ja, bis hierhin war es das von mir erstmal wieder. Danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns spätestens mit dem Let's Play zu Black Sonata. Bis dann, euer Spartacus.